meinem Mutterland. Ich bin Hamburgerin. Ich kenne den Ursprungsladen, das Mutterhaus von Mutterlands. Und trotzdem hat das am heutigen Abend nochmal eine ganz andere Perspektive eröffnet. Das Konzept dahinter zu erleben, was man einfach als normaler Konsument, als normaler Kunde, als normaler Gast hier nicht sehen kann. Ja, Mutterland ist ein Hamburger Delikatessenkonzept. Wir führen drei Geschäfte in Eppendorf, St. Georg und der Innenstadt mit angeschlossenem Café. Wir haben Delikatessen von familiengeführten Manufakturen aus Deutschland. Also ich glaube, wir machen sehr viel mit Herzblut. Das ist das Erste, dass wir das wirklich mit einer Leidenschaft machen. Das Zweite, was glaube ich sehr besonders bei uns ist, ist, dass wir sehr, sehr viele Produkte haben, die man nirgendwo anders in Hamburg findet. Also 80-90% unserer Manufakturen führt nur Mutterland hier in Hamburg. Und das Dritte ist, glaube ich, dass wir ein tolles Rundum-Paket anbieten. Also wir haben nicht nur ganz leckere Lebensmittel, nein, wir haben auch ganz seltene Delikatessen, die man, wie gesagt, nirgendwo anders findet. Das war ein ganz interessanter Abend. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie alle hier waren. Wir haben tolle Gespräche geführt. Ich konnte hier, glaube ich, allen Teilnehmern Mutterland näher bringen und ich habe auch sehr viel netzwerken können. Die SGBS Alumni in Hamburg hat eigentlich sich zum Ziel gesetzt, das zu vereinen, was man in der Schweiz in den Lehrgängen kennenlernt und anschließend zu aktivem Leben erweckt und dann im Grunde genommen auch in der Praxis sehen kann und dann theoretisch hinterfragt und das meistens immer in sehr angenehmem Ambiente. Wir hatten heute Abend uns zum Ziel gesetzt, ein Kleinod in Hamburg kennenzulernen, was eine Mixtur aus perfektem Design, einem wunderschönen Ladenbau, eines Feinkostgeschäftes mit Delikatessen und einem sehr, sehr emotionalen Inhaber kombiniert, kennenzulernen.